gewisse Beziehung hatte ich überhaupt nicht zu Narzissen. Ich habe nur gesehen, dass man sie als Zwiebel kaufen kann und dann in den Garten pflanzen. Aber dass sie hier natürlich wachsen, das wusste ich nicht. Und das hat mir eben die Nordrhein-Westfalen-Stiftung näher gebracht. Und vor allen Dingen aber, mich hat fasziniert, dass sie diese Preußenbäume, ja, also die Fichten da verdrängt haben. Und zwar natürlich mit Hilfe des Menschen. Hier war ja alles voller Fichten. Und dann plötzlich, nachdem die Fichten weg waren, da kamen die, diese Tausenden von Narzissen. Die würde man sonst gar nicht mehr beobachten. Das ist wirklich ein Kleinod, was ich außerordentlich schätze. Und natürlich, seit über 25 Jahren bin ich hier der Pate. Ich finde, auch Menschen, die so ein bisschen bekannt sind, die müssen sich auch engagieren. Ich finde die Arbeit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung außerordentlich wichtig. Wenn es sie nicht gäbe, sie müsste erfunden werden. Und gerade diese Zusammenführung von Natur und Historie finde ich genial. Sobald der Frühling kommt, juckt es bei mir. Man muss auch manchmal das Gefühl, dem Gefühl freien Lauf lassen. Und wenn man hier ist, ja, lieber Gott, dann bekommt man fast schon romantische Gefühle für die Natur.